willkommen zum heutigen Gottesdienst hier an diesem wunderschönen Ort, hier am Patrizierwingert. Ganz nah am Himmel und mitten in unseren schönen Weinbergen kommen wir zusammen, um uns von Gottes Wort erfrischen zu lassen. Hier fühlen wir uns wohl und schön, dass Gott uns hier auch nahe ist. Und so feiern wir hoffnungsvoll den Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Siehst du da den alten Mann mit ausgetretenen Schuhen? Schlurft er übers Pflaster und er sieht so müde aus. Hin und wieder hält er an, nicht nur um sich auszuruhen, denn er hat kein Ziel. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Der heutige Predigtext steht geschrieben im Matthäusevangelium und lautet: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Herr, segne und regiere unser Reden und Hören durch deinen Geist. Amen. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Liebe Gemeinde, was für eine tröstliche Botschaft. Ich bin bei dir. Egal was kommt, egal ob du fröhlich oder traurig bist, ich bin bei dir. Diese Nachricht tut gut, gerade in dieser Zeit, da ein Wort unser aller Leben bestimmt. Corona. Und es geht leider nicht um die Biersorte Corona. Viel Erfolg und viele schöne und hoffnungsvolle Stunden wünsche ich allen mit dem Schorle-Express. Und so gehen wir in diesen Tag und in die Woche gestärkt durch den Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen. Guten Tag, liebe Gäste. Ich darf Sie von Seiten des Kultur- und Verkehrsvereins ganz herzlich zu unserer Einweihung des Schorle-Express begrüßen. Zunächst möchte ich mich aber ganz herzlich bei der Frau Metzger für den spontanen, war doch relativ kurzfristig geplant worden, jetzt bedanke, dass es geklappt hat, und natürlich auch beim Herrn Lauer für die musikalische Begleitung. Unter unseren Gästen darf ich begrüßen den Vertreter der Ortsgemeinde Bockenheim. Der Uli Keitel ist heute hier. Ich denke, er wird vielleicht auch noch drei Worte sagen. Ich möchte auch begrüßen, und das dürfen wir in diesem besonderen Corona-Jahr nicht vergessen, unseren Dubi. Ich darf auch ganz herzlich begrüßen die 70. Weingräfin des Leiningerlandes, die Saskia. Herzlich willkommen. Sie wird unseren Schorle-Express dann taufen, aber hoffentlich nicht mit Rotwein, schon gibt es Rotweinflecke. Und die Presse ist auch da. Ja, den Schorle-Express, die Idee ist 2018 entstanden. Der Kultur- und Verkehrsverein, wir sind ja bei vielen Veranstaltungen auch draußen in der Gemarkung unterwegs. Jedes Mal muss man die ganze Utensilien, Gläser, Tische, Bänke, Hygieneeinrichtungen, Spülmaschine, alles, was man hat, rausfahren, wieder zurück. Ein riesengroßer Aufwand. So ist die Idee entstanden, einen Wagen zu bauen, in dem eigentlich alles drin ist, sodass wir uns von Vereinsseite die Arbeit etwas erleichtern können. Das waren die Planungen. Baubeginn war im Herbst 2019. Der Thomas Schneider hat die vier Wände außenrum gebaut auf ein Wohnwagenuntergestell, und der Verein hat dann den Innenausbau noch komplettiert, und deswegen möchte ich mich an der Stelle sowohl beim Thomas Schneider bedanken für den Außenbau, aber auch bei den Vereinsmitgliedern, die mitgewirkt haben beim Innenausbau. Es haben aber auch ein paar Leute aus dem Dorf mitgeholfen, die nicht in unserem Verein sind. Auch denen gilt natürlich unser ganz herzlicher Dank. Ich möchte euch begrüßen im Land der Ortsgemeinde hier auf dem Patrizierwingert. Bei so einem schönen Wetter, wir brauchen zwar Regen, aber nicht unbedingt heiß. Deswegen sind wir froh, dass wenn es ein bisschen Druck ist. Es ist wunderschön, dass sowas gemacht wird.
dass die einen Stand gebaut haben, der man rumherfahren kann. Als Satellit oder Außenstelle zum Ständchen haben sie es ganz gut gemacht. Sieht irgendwie gut aus, sieht alles drin, was man braucht, also kann man benutzen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, natürlich liebe Bockrimmer, auch ich als 70. Weingräfin des Leininger Landes darf Sie alle recht herzlich hier oben begrüßen zur Taufe des Schorle Express. Für mich ist es heute eine ganz besondere Ehre, weil das einer meiner ersten Termine seit der Corona-Pandemie ist. Ja, Corona hat unser Leben, denke ich mal, alle auf den Kopf gestellt und uns vor neue Herausforderungen gestellt. Umso schöner ist es hier, dass wir uns heute alle hier zusammengefunden haben, um den Schorle Express zu taufen. Ja, ich wünsche uns noch alle einen schönen Sonntagnachmittag und bleiben Sie gesund. Ja. Wohl die Pfalz!